ich bin der Schweinsteiger, wenn es recht ist. Der hat ja echt ein cooles Tor gemacht. Oh Mann, ey. Ja, den wollte ich doch schon sein. Ach, Kinder, bitte kein Streit. Na gut, dann bin ich. Ja, ich weiß auch nicht, wer ich denn sein soll. Ich bin der Boateng. Nee, der will ich doch schon sein. Ach, Kinder, bitte. Na gut, dann bin ich der Groß. Hört mal, die streiten sich nur wieder um Fußball. Das geht jetzt schon seit einer Woche so. Wer ist Müller? Wer ist Boateng? Wer ist Schweinsteiger? Wer ist Neuer? Oh, nee. Wir spielen mal weiter in der Sandkiste, oder? Ach, Hanna, sagst du ja nur, weil du keine Lust auf Fußball hast. Ich finde das cool. Ja, was ist denn jetzt? Wollen wir jetzt eine Burg bauen oder nicht? Sonst gehe ich auch Fußball spielen. Was war das denn? Oh, mein Bauch. Oh, das tut ganz doll weh. Was ist das denn? Oh, aua. Hey, Greta, was ist denn los mit dir? Tut dir was weh? Oh, nee, es geht schon wieder. Oh. Hey, Greta, du hast doch was. Was ist denn los? Ja, oh, ich habe so Bauchschmerzen auf einmal. Ach, das geht schon wieder. Komm, wir fangen jetzt endlich an, die Burg zu bauen. Greta, bist du dir sicher? Du hattest doch gerade noch so Schmerzen. Nee, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ach, ihr Mädchen könnt sowieso nicht gut spielen. Lasst mich euch mal zeigen, wie das hier geht. Also kommt, seht mal zu. Ich zeig euch, wie man hier richtig schießt. Also jetzt natürlich können Frauen auch Fußball spielen oder auch Mädchen. Das ist doch totaler Schwachsinn, was du gerade sagst. Und schau mal, die Mädels hier schießen ganz schön gut. Ja, gib mir mal schnell den Eimer. Oh, hey Greta, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, die Bauchschmerzen sind wieder da. Oh, Greta, sollen wir nicht mehr lieber Silke Bescheid sagen? Du siehst doch ganz blass aus. Nee, nee. Na, schickt sie mich ja nach Hause. Ich will hier bleiben. Das geht bestimmt gleich wieder. Oh, wartet ganz kurz. Oh, das tut so weh. Oh, was ist das denn? Habe ich was Falsches gegessen heute? Okay, Greta, ich sage jetzt Silke Bescheid. Das geht so nicht. Nee, lass kurz. Oh, nee, nee, ich gehe zu Silke. Schaut mal, ich kann den Ball genauso gut halten wie der Manuel Neuer. Ja, und ich kann schießen wie der Ronaldo. Aber der Ronaldo spielt doch gar nicht bei Deutschland. Ach, das ist doch egal. Ich finde ihn cool. Das ist doch total egal, wo jemand spielt. Hauptsache, ihr habt jetzt euren Spaß. Schieß bitte nicht so doll, nicht, dass der noch der Krankenwagen kommen muss. Nein, Linus, bleib bitte hier. Es wird gleich bestimmt wieder weggehen. Das ist bestimmt Seitenstechen oder so. Oh. Oh. Also, Linus, ich glaube, das wird nicht besser. Geh jetzt mal lieber zu Silke. Machst du das eben? Dann passe ich so lange auf Greta auf. Ja, na klar, ich hole eben Silke, ja? Oh je, was hat Greta nur? Silke! Silke, kannst du einmal kurz kommen? Na, Linus, was ist los? Möchtest du auch eine Runde mit Fußball spielen? Nee, gar nicht. Aber kannst du vielleicht mal nach Greta gucken? Sie hat so tüchtige Bauchschmerzen. Wie, Greta hat Bauchschmerzen? Ging es doch gerade noch gut. Ja, aber jetzt hat sie ganz dolle Bauchschmerzen. Komm bitte mit. Hast du vielleicht was Schlechtes gegessen, Greta? Oh nee, ich glaube nicht. Oh, ich hatte gestern auch schon so ein bisschen Ziehen im Bauch. Aber ich dachte, ja, ich habe einfach ein bisschen Bauchweh. Oh, tut so weh, Hanna. Greta, was ist denn mit dir los? Linus sagt, du hast Bauchschmerzen. Ja, ich habe ganz tolle Bauchschmerzen. Mir ist auch ein bisschen schlecht. Ja, Greta, dann rufe ich gleich mal deine Mama an. Nee, bitte nicht. Kann ich mich vielleicht kurz erstmal reinlegen? Dann können wir immer noch meine Mama anrufen. Na gut, Greta, dann komm mal mit rein. Dann legen wir dich da schön auf eine Matratze und dann geht es dir vielleicht gleich ein bisschen besser, okay? Können Hanna und Linus vielleicht auch mitkommen? Ich will doch nicht alleine sein. Ja, natürlich. Ich frage die beiden mal, ob sie Lust haben. Sag mal, ihr zwei, habt ihr Lust, Greta ein bisschen Gesellschaft zu leisten? Sie möchte da drinnen nicht alleine sein. Ja, klar, wir kommen mit, oder, Hanna? Ja, natürlich, Greta ist unsere Freundin. Oh weh, ich habe solche dolle Schmerzen, dass ich nicht mal mehr stehen kann. Was ist denn nur los mit mir? Ich bin doch immer so gesund. Oh, das tut so weh. Oh, Silke, ich habe solche Schmerzen. Ach, Greta, was ist denn nur los mit dir? Steh doch bitte auf, ich mache mir sonst Sorgen. Ich kann nicht. Ich fühle mich so schwach. Kinder, ich gehe mal eben kurz 5 Minuten ins Haus, ja? Unserer Greta geht's nicht so gut. Ich muss mich eben um sie kümmern. Seid bitte schön artig, ja? Ja, Silke, machen wir. Was hat Greta denn? Greta hat ganz tolle Bauchschmerzen. Ihr seid echt tolle Freunde, dass ihr Greta stützt. So, ich hole mal eben schnell die Matratze. So, schau mal, Greta, da kannst du dich jetzt hinlegen. Oh ja, endlich liegen. Dankeschön, Linus und Hanna, das ist echt lieb von euch.
Sag mal, Greta, soll ich dir noch eine Decke holen? Nee, bloß, mir ist so warm. Greta, soll ich dir noch ein Kopfkissen bringen? Nee, nee, danke schön, Hannah. Ja gut, kann ich irgendwas für dich tun? Nee, lass mich einfach bitte nicht alleine. Ich koche Greta jetzt erstmal einen kleinen Fencheltee. Vielleicht löst das ein bisschen ihre Bauchschmerzen. Oh, ich hab so doll Bauchweh. Ich glaube, ich möchte doch gleich nach Hause. Aber ich will doch irgendwie nicht nach Hause. Oh, es tut so weh. Schau mal, Greta, ich hab dir den Tee gekocht. Hast du vielleicht irgendwas Falsches gegessen? Ich weiß es nicht, Silke. Ich hab so Bauchweh. Versuch mal ein bisschen was zu trinken. Vielleicht hilft dir das. Schön vorsichtig, der ist doch heiß. Ja, danke, Silke. Ich muss jetzt mal eben kurz nach den Kindern draußen gucken. Ich komme sofort wieder, ja? Ja, mach das ruhig. Ich trinke in der Zeit den Tee. Au. Falls Greta schlechter gehen sollte, sag mir bitte sofort Bescheid, ja? Ja, das machen wir, Silke. Oh Mann, Greta, tut mir so leid. Ja, mir auch, Linus. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Oh. Oh, es tut so weh. Was habe ich denn nur falsch gemacht? Ach, Greta, du hast gar nichts falsch gemacht. Du hast einfach Bauchschmerzen. Nun bleib schön liegen. Greta, du musst liegen bleiben. Das hat Silke doch gesagt. Ich kann nicht. Mir ist so schlecht. Wie, dir ist schlecht? Musst du spucken? Ja, ich glaube schon. Oh ja, ich muss spucken. Mir ist ganz, ganz schlecht. Oh, mein Magen dreht sich. Oh, ich muss zur Toilette. Oh je, Greta, dann steh schnell auf. Ja, mir tut alles so weh. Greta, beeil dich, sonst müssen wir hier gleich noch alles putzen. Ja, okay, ich versuche es. Ja, ich stehe auf. Kannst du mir bitte helfen? Ja, komm, ich helfe dir. Ich helfe dir, aber steh bitte auf. Oh, Hannah, ich habe solche Schmerzen. Es ist mir auch noch so schlecht. Ja, komm her, ich stütze dich. Und der Linus, der geht schnell der Silke Bescheid sagen, ja? Linus, machst du das? Ja, klar, ich sag schnell Bescheid. So, komm, Greta, ich stütze dich. Oh, ich glaube, wir müssen uns beeilen, Hannah. Ich glaube, ich muss wirklich spucken. Ja, komm, wir beeilen uns. Oh Mensch, Greta, du tust mir so leid. Spucken ist wirklich unschön. Silke, kannst du bitte nochmal schnell kommen? Greta muss jetzt spucken. Wie, Greta muss jetzt auch noch spucken? Ja, dann rufe ich jetzt auch ihre Mama an. Ich komme mit. Komm, Linus, wir gehen schnell ins Haus. Puh, da stinkt hier aber. Puh, da wird er mir auch ganz schlecht. Hey, Greta, was ist denn jetzt los? Oh, Silke, ich habe solche Schmerzen. Und jetzt ist mir auch noch schlecht und ich muss spucken. Tut mir leid. Ach, Greta, da musst du dich doch nicht für entschuldigen. So, wir legen dich jetzt wieder hin und dann rufen wir deine Mama am besten an, ja? Oh, meine Beine tun so weh. Oh nein, es geht schon wieder los. Ich muss wieder spucken. Ach, Greta, du Arme. Komm her, ich streichel dir ein bisschen den Rücken. Greta ist auch richtig, richtig warm. So, wir sehen ja zu, dass wir sie gleich wieder auf die Matratze bekommen. Dann rufe ich ihre Mama an. Da musst du mir ein bisschen helfen, Hannah, ja? Ja, natürlich mache ich. Greta ist doch meine Freundin. Oh, danke, dass du mich trägst, Silke. Ich habe keine Kraft in den Beinen. Ja, Greta, jetzt legen wir dich schön hin und dann werden wir jetzt gleich deine Mama anrufen. Ich hoffe, ich erreiche sie auch. Oh, ich habe gar nicht abgespült. Das ist nicht schlimm, Greta. Ich mache das schnell. Oh, Hannah, das ist aber wirklich ekelig. Das ist mir egal, du bist meine Freundin. Puh, das stinkt ganz schön. Soll ich dir jetzt eine Decke holen, Greta? Nein, bloß nicht. Ich glaube, mir ist warm. Ich glaube, ich habe Fieber. So, hoffentlich ist Gretas Mama jetzt auch zu Hause. Also Greta, bei dir geht zu Hause keiner ans Telefon. Ist deine Mama nicht da? Weißt du das gerade? Nee, ich weiß es nicht. Oh, mir ist schon wieder so schlecht. Ja, also bei deiner Oma geht auch keiner ans Telefon. Das ist ja blöd, dass ich jetzt keinen erreichen kann. Ach Mensch, du Arme. Nee, da geht einfach keiner ans Telefon. Ach, sowas Blödes. Was mache ich denn jetzt? Könnt ihr mir hochhelfen? Ich glaube, ich muss schon wieder spucken. Ja klar, Greta, komm, wir helfen dir. Ich bin schon da, Greta, komm. Ich trage dich ganz, ganz schnell zur Toilette. Huh, Gott sei Dank, Silke. Oh, Greta, du bist so heiß. Du hast bestimmt richtig Hochfieber. Ach, was mache ich denn jetzt? So, Greta, mir reicht es jetzt. Ich glaube, ich muss einen Krankenwagen anrufen. Das geht so nicht. Ich habe hier auch eine ganz gewisse Verantwortung zu tragen. Nachher ist es was Schlimmes. Wenn ich deine Mama und deinen Papa nicht erreichen kann, dann müssen wir jetzt einen Krankenwagen rufen. Ich will nicht allein ins Krankenhaus. Ja, es geht jetzt nicht nach vorne, Greta. Aber du hast solche Schmerzen. Das geht so nicht. Dörte! Dörte, kannst du mal kurz kommen, bitte? Hm, ich glaube, Silke hat mich gerade gerufen, oder?
Ach, Herrje, was ist denn hier los? Ja, der Greta geht's ganz, ganz schlecht. Ich wollte dich fragen, ob du weißt, was wir jetzt noch machen können. Oder würdest du an meiner Stelle jetzt auch den Krankenwagen holen? Huh, das ist schwer. Seit wann geht das denn schon so? Ja, jetzt schon eine gute halbe Stunde. Wenn nicht sogar ein bisschen länger. Ja, erreichst du die Eltern nicht? Nee, leider nicht. Ja, dann rufen wir jetzt einen Krankenwagen. Dörte, bist du so lieb und machst das mal eben, dann bleibe ich hier bei Greta. Ja, natürlich. Oh je, arme Greta. Ja, auf jeden Fall. Das will doch keiner allein ins Krankenhaus. Hier ist die Notrufzentrale. Was kann ich bitte für Sie tun? Ja, schönen guten Tag. Hier ist der Kindergarten Löwenzahn. Ja, wir haben hier ein Kind, was seit guten 45 Minuten spuckt und über sehr, sehr heftige Bauchschmerzen schon den halben Morgen klagt. Ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht einmal rauskommen und sich das Ganze angucken. Wir können leider die Eltern nicht erreichen. Seit wann hat das Kind denn Bauchschmerzen? Greta, seit wann hast du Bauchschmerzen? Ja, also so richtig doll, seit, weiß ich nicht, seit vorhin und ein bisschen schon seit gestern Abend. Es wird immer irgendwie schlimmer. Ja, also das Kind sagt, dass es seit gestern Abend wohl schon Bauchschmerzen hat und es aber dann jetzt quasi jeden Moment immer schlimmer geworden ist. Ja gut, wir schicken den Arzt raus, ja? Der kommt sofort, dauert einen ganz kleinen Moment. Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Mühe. Also Silke, der Notarzt kommt sofort. Ja, danke schön, Dörte. Ist die Nummer noch von der Mama drinne von Greta? Ja, die ist auf der Rückruftaste. Ja gut, dann probiere ich es da gleich nochmal, ja? Oh, das ist sehr lieb, danke schön. Ja, Silke hat recht, da geht einfach keiner ans Telefon, egal wie oft man klingeln lässt. Echt blöd. Greta, soll ich dich wieder zur Matratze tragen? Nee, bitte nicht. Ich will hier bleiben, falls ich wieder spucken muss. Oh Mann, wann kommt denn endlich der Krankenwagen? Ach, Linus, bestimmt gleich. Nun bleib mal ganz, ganz ruhig, sonst macht die Greta auch noch ganz verrückt. Oh weh, Greta spuckt ja schon wieder. Ja, ihr geht's wirklich, wirklich nicht gut. Ich hoffe, der Arzt kann ihr da schnell helfen. Oh, ich glaube, der Krankenwagen kommt. Na, Gott sei Dank. Hört mal, ich glaube, da kommt der Krankenwagen endlich. Hallo, Kinder. Och, Mensch, die arme Greta, oder? Das ist ja wirklich blöd. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ja, und schreibt mir in die Kommentare, was meint ihr, was könnte Greta haben? Ist ja komisch, die Arme. Ja, vergesst das Video nicht zu kommentieren und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis bald. Tschüss.